Hi Leon, in diesem Video möchte ich dir mal das Programm Grandma 3D vorstellen. Und zwar ist es eine 3D-Simulation, die quasi mit einer Lichtsteuerung gekoppelt ist. Hier habe ich mal ein kleines Demo-Szenario aufgebaut, wie es aussehen könnte. Hier haben wir eine Grundfläche von 30 x 50 Metern. Darauf steht eine kleine Bühne, wie man es nennen kann. Das ist halt hier so ein Standardobjekt. Weil mit Objekten sind die sehr sparsam in der Software. Die Bühne hat eine Länge von 12 Metern und eine Tiefe von 8 Metern. Auf der Bühne, Moment, ich zoome mal kurz hinein. Auf der Bühne steht ein Riser, der hier. Das werden dann Bühnenpodeste sein. Von einer Länge von 6 Metern und nach hinten geht es 3 Meter. Und das hier ist das DJ-Pult, das wird dann 4 Meter Länge und 1 Meter breit. Das sind Bühnenpodeste mit 1 Meter Füßen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Veranschaulichung, was ist überhaupt mit der 3D-Software alles möglich. So, kommen wir zu den Moving Heads. Hier simulieren wir 16 Alpha-Spots und 6 Nova-Spots in der Simulation. Kann man quasi sehen, wo der Strahl hingeht. Ich kann den Strahl positionieren, also das heißt, wenn ich auf die Objekte klicke, zum Beispiel kann ich mir jetzt hier zwei Stück auswählen und kann dann sagen, leuchte auf die Bühnenkante, hier zum Beispiel oder hier. Kann ich also alles in einem virtuellen Raum quasi schon mal vorbereiten und dann auf der realen Bühne wird es dann auch genau so ausschauen, wenn natürlich alle Maße eingehalten werden und so weiter. So, hier möchte ich zeigen, wie sich das Verhältnis Entfernung und Bühnenhöhe verhält, wie es in der Simulation ausschaut. Also ich stehe jetzt 50 Meter von der Bühne entfernt und wenn wir jetzt hier mal gucken, da hinten ist die Bühne, hier. Und die Bühne hat, also der oberste Punkt, jetzt wo hier die Moving Heads hängen, das sind ungefähr 9,50 Meter. So, abschließend möchte ich noch sagen, das Grandma 3D ist ein wirklich sehr, sehr mächtiges Tool und ich möchte es auf alle Fälle für diese Action nehmen, weil es lässt sich wirklich jedes noch so kleine Detail wirklich real simulieren, ohne irgendwas aufzubauen. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass Laser und zum Beispiel Pyrotechnik, Flame Master, meinetwegen eine Schneemaschine, kann halt eben leider nicht simuliert werden, aber muss auch nicht. Ja, danke fürs Anschauen. Tschüss.